Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Mario Maker Online. Und ja, wie versprochen, habe ich ja gesagt, ab heute kommt täglich ein neuer Part. Und ja, daran werde ich mich auch halten und dementsprechend auch, ja, reagieren. Wie halt auch schon vorher gesagt, es sind so einige Dinge passiert. Dinge, die halt in meinem Leben etwas bewirken sollen. Ja. Wow, da kam der Tromp. Und auch Dinge, die mit euch zu tun haben. Denn einige haben halt öfters mal gefragt, so, ja, wie sieht denn jetzt aus mit T-Shirts und bla bla bla. Wir sind halt am Arbeiten an der ganzen Sache. Es wird demnächst erstmal testweise Beanies geben. Falls einige von euch nicht wissen, was Beanies sind. Das sind diese coolen Mützen, die man ab und an mal in meinem Stream gesehen hat. Bei Easy Peasy, das Level soweit. Oh, doch noch nicht. Zu Ende. Wow. Das sind halt diese coolen Mützen, die man halt in meinem Stream öfters mal gesehen hat. Ja. Und da denke ich mir einfach so, ja, fangen wir halt mit so ein paar Beanies an. Die gibt es aber auch nur in bestimmter Stückzahl und das auch wirklich nur auf Anfrage. Bedeutet, wenn ihr sagt so, ey, Nero, ich hab da Bock auf so ein Beanie, kannst du das eventuell diese Bestellung entgegennehmen? Dann sage ich, klar, Bestellung gebe ich dann auf, nehme die dann an. Dazu müsst ihr mir einfach nur eine Twitch-PN schicken oder sonstiges mit der Farbe, die ihr gerne hättet und. Ja. Und dann würde das Ganze halt in Produktion gehen, weil vorher würde es keinen Sinn machen. Die Beanies werden mit dem Nero DS Schriftzug ankommen. Gerade mal hier gucken, was das hier für ein komisches Level ist. Ja, ist klar. Ach, du willst mich doch verarschen. In irgendeinem Ding ist dann jetzt hier ein Schlüssel, oder was? Würde halt mit dem Nero DS Schriftzug kommen. Was man halt so ab und an mal in meinem Stream gesehen hat. Und ja, ich denke mal, das wird dann erstmal auch so bleiben. Denn grundsätzlich möchte ich damit quasi erstmal so eine kleine Cross-Promo machen. Man hat es ja mitbekommen, dass die Sabrina halt auch für die Cosplays zuständig ist. Und dementsprechend wird da einiges noch kommen. Wie halt auch die Themenabende und. Themenabende kennt man ja mittlerweile von mir. Zum Beispiel wie Halloween-Streams oder. Aber das ist doch Verarsche hier, oder? Das ist mit... Ach komm, ey. Wo soll denn hier bitteschön der blöde Schlüssel sein? Kannst du mir nicht erzählen. Aber das ist schon wieder so ein... Ja, wie gesagt, auf jeden Fall soll das halt so eine kleine Cross-Promo sein, da die Sabrina momentan Ausbildung macht zur Schneiderin und auch schon fast fertig ist. Haben wir gesagt so, hey, pass auf, machen wir das Ganze mal so, dass wir da ein bisschen zusammenarbeiten und du hast dann quasi auch nochmal freie Hand. Gesagt, getan. Ja, geil, haben wir einen Schlüssel. Gesagt, getan. Und dann hat sich das Ganze halt auch so ergeben. Ach, hier Arschlöcher. So, also nicht ihr Zuschauer als Arschlöcher, sondern halt hier die Typen, die das gemacht haben. Weil wer geht denn bitte schön hin und macht so eine Kacke? Ja? Das ist so total Arschloch-like. Zumal man merkt sich im Leben nicht,
wer, wo jetzt hier der Schlüssel sein soll, ja? Guck, jetzt haben wir hier keinen Schlüssel gefunden. Das ist so krank. Ey, jetzt sag nicht, der ist jetzt hier vorne drin. Nee. Das ist so behindert. Weißt du, ich... Oh, fuck. Ich glaube, da ist noch nicht meine... Die obersten Ebenen sollen einfach nur zum Trollen sein. Ja. Fuck. Verdammt. Das ist halt ein richtiges Sick-Level, ne? Also, Japaner haben ja immer mal so Bock drauf, Menschen zu trollen, habe ich das Gefühl. So, 1, 2, 3. Wie gesagt, also 1, 2, 3. Ich habe halt immer das Gefühl, manchmal, auch wenn ich so Sachen sehe wie, wie soll ich das jetzt beschreiben? Manche Kanäle funktionieren halt nicht. Ich mache jetzt das Mario Maker Format ganz einfach aus dem Grunde, weil ich halt oft gefragt werde, ob ich denn das Spiel jetzt mir umsonst zugelegt hätte oder... Nee, hatte ich nicht. Ich hatte ganz am Anfang wirklich Lust auf das Spiel. Dann war das halt irgendwie so... Ja... Meh. Kein Bock. Aber letzten Endes kamen so viele neue Updates mit dem Spiel. So viele gute neue Updates. Wo ich mir dann selber gedacht habe, so... Ja... Ist okay. Jetzt habe ich hier... Ist okay, mit den Updates bin ich jetzt soweit zufrieden. Lässt sich halt gut was mitmachen. Und halt auch die Level sind anspruchsvoller geworden. Also es ist nicht mehr dieses komische 0815 Level editieren, was es halt mal gab eine ganze Weile. Wo ich halt wirklich gedacht habe, so, oh, killt mich jemand, ja. Aber das hier ist halt wieder, das ist halt auch wieder so ein Beispiel dafür, dass ein Level richtig behindert sein kann. Weil letzten Endes, woher willst du wissen? Komm, scheiß drauf. Also, das ist halt wirklich so ein Assi-Level. Ja, wo du dann 20.000... Also 20.000 jetzt nicht, aber schon... Wow! WTF? Das ist halt auch wieder sowas. Du brauchst halt mehrere Dinger, ja? Ja? Okay. Also du brauchst halt auch mehrere Versuche, um das halt zu schaffen. Und das sind dann halt so Sachen, wo ich mir denke... nicht cool. Also das sind so Level, die braucht kein Mensch im Leben. Und ja, wie gesagt, ihr könnt auch eure eigenen Level einschicken, wenn sie gut sind, unter dem Hashtag NeroDSMaker. Werde ich auch nochmal unten in der Abo-Box, könnt ihr unten... Was? Könnt ihr auch unten reinschauen, in die Abo-Box. Da werdet ihr das halt auch finden. Okay... Secret. Secret. Ah, alles klar. What? Hi! Ich bin einer von euch. Und ihr so? Was? Ah! What the fuck? Das ist halt wieder wirklich so ein
Mind-Blow-Shit. Oh Gott, komm schon. Hä? Also irgendwie check ich gerade gar nichts mehr. Also der will, dass ich dann... Also die Clownskutsche folgt uns, ja? Ich hab's richtig mitgekriegt. Ah, das ist doch Verarsche. So, zack, zack. Okay. Sollte halt wohl irgendwie als Lift dienen. I'm a secret, motherfucker. Okay, machen wir jetzt hier auf Solid Snake, ja? Das sollte halt wohl so drauf hinlaufen. Okay. Whoop. Psst. You can't see me. Psst. Er sieht uns nicht. Ah! Das ist schon nett gemacht. Jetzt haben wir die Goombas. Bip, 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 bip. Goomba, Goomba, Goomba. Ah! Nein, man hat uns entdeckt! Lauf! Wow, was geht denn jetzt hier ab? Goomba Party, ich verstehe gar nichts mehr. Okay. Ah! Alles klar. Boah, dieses Typ, das zackt aber auch hart, ne? Aber im Großen und Ganzen ist das Level nett gemacht. What the fuck? Wir sind ein Trampolin. Okay. Yo. Jetzt sind wir ein... Alter, wo sind wir denn? Ah, da oben. Ah, hell, what the fuck? Yes, da ist ja wohl klar, was man machen muss, oder? So. Was wollte ich sagen? Damn, boy. Genau, was... Was wollte ich genau sagen? Es werden halt mehrere Formate kommen. Auch so Sachen wie... Games, die es nicht hätte geben dürfen. Verdammt. Hi. Okay. Müssen auf den Bowser drauf hüpfen. Games, die es nicht hätte geben dürfen, wie zum Beispiel Warcraft Adventure Lords of Clans. Das wird es heute auch noch geben, wenn ich es schaffe, es zu recorden. Aber das sollte... Run! Okay, das sollte eigentlich kein Problem sein.
Okay, James Bond. So Musik Sachen finde ich halt auch total geil, ne? Wie gesagt, sowas wird es halt auch geben. Oder mal eine Runde Overwatch mit der Community und. Was es halt eher weniger jetzt geben wird im Stream, werden halt solche Sachen sein wie Mario Maker. Ja, weil das ist sowas, das möchte ich einfach so YouTube-exklusiv haben. Ja, deswegen auch, dass ihr mir die Level zuschickt. Und ja, da freue ich mich halt schon drauf, was ihr da so raussucht. Ob ihr so wirkliche Kranken seid, die sagen, ey komm, wenn ihr das schon auf YouTube alleine machst, dann get wrecked, boy. Dann kriegst du so den, nein, richtig harten Scheiß. Ja, also nicht so eine Pille-Palle, was du da jetzt gerade spielst, sondern da kriegst du richtig aufs Maul. Wenn du sagst, nee, Alter, du willst das jetzt hier nur YouTube-exklusiv, dann geben wir der Stuff, der YouTube-exklusiv sein wird. Keine Frage. Also, da könnt ihr euch ruhig austoben. Also, ne, da könnt ihr... Nein! Level einsenden, wie ihr wollt. Da lasse ich euch freie Hand. Ich stelle mich aber jetzt auch gerade ziemlich dumm an. Und das liegt nicht daran, also nicht nur daran, dass ich mit so einem kaputten China Wii U Controller spiele. Der ist echt broken. Der ist wirklich broken as fuck. Der scheiß China-Controller. Ich kann es auch nur nochmal erwähnen, wenn ihr irgendwie Stuff haben wollt, ja? Für eure Konsole. Und ihr denkt euch so, das könnte jetzt was günstiger sein. Im Endeffekt ist es wirklich eher kontraproduktiver, sich so China-Zeugs zu holen, wie wenn ihr jetzt hingeht und sagt, ich hole mir jetzt mal lieber für 70 Euro was Teureres, ja. Und das ist halt schon was besser, wie wenn ihr dann so, ja, wie ich jetzt auf so einer China-Kacke rumeiern müsst. Aber mal davon abgesehen, ist mein ganzer Rechner momentan total für die Katz. Also, ich weiß auch nicht, was mit dem los ist. Aber ich kann zum Beispiel jetzt mit meiner Avamedia nicht mehr im Stream aufnehmen. Da sagt er einfach nur, Dude, fuck you. Sie können mich mal ganz hart am Monokel lutschen, ja. Das sagt er dann so. Er denkt sich dann einfach nur so, ha, du Lappen, du willst hier ankommen und dann sagen, du willst aufnehmen? Nope, nicht mit mir. Das ist schon echt scheiße momentan. Ihr fucking Goombas. Ciao! Ja, Problem ist irgendwie, ich weiß es auch nicht, wer sagt dann, kein Bock mehr und schmiert dann ab. Oder wie halt im Part zuvor, kommen einfach Soundglitches oder nicht nur Soundglitches, die dann da anfallen, sondern auch so Sachen wie, ja, was war denn danach? Grafikfehler! Stimmt. Grafikfehler, die kamen ja auch noch dazu. Das war nicht so schön. Das ist nicht so schön mit den Grafikfehlern, Bubbele. Ding dong. Ja, guten Tag, Sie wünschen. Wow, du fucking...
Hey, Junge! Was ist da los? Was für eine kranke Scheiße! Alter, ernsthaft, ich hätte da nur rüber jumpen müssen. Aber manchmal, na, da denke ich mir so. Will man das wirklich weiterspielen? Dann denke ich mir. Gut. Okay. Gibst du dem Ganzen noch eine Chance? Aber hey, komm. Oh, ich habe überall so gummige Fruchtfliegen. Ich weiß auch nicht, wo die dauernd herkommen. Das ist auch immer so eine Sache. Ja. Bestimmt. Bestimmt sind hier Clownskutschen voll unterwegs. Das ist doch wieder. Das ist wieder so eine eklige Sache. Weißt du? Das sind so. Die ersten Level sind so total easy peasy, dann so eine Ekel-Angelegenheit. Ja. Was es noch zu sagen gibt, ist, ich werde höchstwahrscheinlich demnächst den Sponsor wechseln. Hat auch irgendwo private Gründe. What? Nein! Damit. Hat auch privatere Gründe, weil klar, jetzt so Sachen wie das Event, was ansteht, würden die dann noch unterstützen. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich habe da so einige Sachen gehört, wo ich mir denke, dass sie ihre Gamer ein bisschen in das Licht führen. Und das finde ich halt nicht so cool. Finde ich halt echt nicht geil, sowas. Und ich sag da auch nicht, um welchen Sponsor es geht. Weil ich will da jetzt auch keinen in die Pfanne hauen. Man wird den Wechsel sehen. Aber grundsätzlich sind das halt so Kleinigkeiten. Ihr könnt aber auch, wenn euch dieses Gelabere jetzt von mir gerade irgendwo nervt, ich bin mal, was jetzt rauskommt. Okay, ein Squid Girl. Könnt ihr auch selber Themen vorschlagen, worüber ich zum Beispiel jetzt für euch und mit euch oder über euch reden soll. Wenn ihr sagt so, ey, mich interessiert das und das Thema gerade. Kannst du da nicht irgendwas zu drüber berichten? Weil dann machen wir das hier quasi zu einer kleinen Laber- und News-Runde jedes Mal. Ja, das können wir natürlich auch tun. Ansonsten wird es da halt so wie jetzt weitergehen, dass ich halt immer die 100 Mario-Herausforderungen mache, bis wir die dann zu Ende haben. Das dürfte dann so ein halbes Stündchen locker gehen. Es wollte. Hi. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das dann so lange geben wollt. Also mir persönlich ist das ja egal. Oh Gott, das ist so eine eklige Angelegenheit hier, ne? Hi. Der den Chain Trump einfach gefressen. Okay. Hi. So. Und dann machen wir es einfach so, dass wir das dann durchspielen. Oder ihr sagt halt, ey, ich würde gerne so ein paar News dazu haben, was jetzt Nintendo so weiter plant oder was demnächst an Spielen weiter rauskommen und. Und ja, oder halt, wie meine Meinung zu einigen Spielen ist, das könnt ihr natürlich auch unten reinschreiben. Ich werde das dann direkt am nächsten Tag mit einbringen. Okay. Oh nein, das ist sowas. Ich hasse solche Level. Weißt du, das sind so Level, die kannst du einfach nicht. Hey, warte mal.
Ist irgendeine... Komm, nee, das ist so ein Scheiß-Level. Weißt du, das ist sowas, was ich absolut nicht abkann. Weil da musst du wirklich Frame Perfect alles haben. Das ist dann. Ja gut. Und das ist halt wieder so ein typisches Don't Move-Level, aber. Das ist halt das, was ich meine. Viele Level sind total Schrott. Ja? Es sind einfach zu viele Kacklevel dazwischen. Und auf sowas habe ich keinen Bock. Das sage ich euch ganz ehrlich. Wenn ihr solche Level einschickt, wie eben, also dass du Frame Perfect springen muss oder mit dem Cape das, da sage ich euch direkt, wird das geskippt. Und da habe ich auch, da diskutiere ich auch nicht, da habe ich einfach keine Lust drauf, weil das ist einfach nur total der Scheiß. Das braucht keiner. Also, nee. Man kann, es gibt genügend von euch da draußen, die gute Level kennen, auch gute Level zu schätzen wissen. Sowas ist ja halt auch wieder total der Schmarrn, ja. Das ist so, ja, 0815 Standard Level. So sieht es zumindest jetzt aus. Und das ist was für mich, da sehe ich keinen Wert hinter. Am Ende des Levels ist ein Bowser. Wow. Hi. Tot. Und das ist halt so eine Death Pit. Da kommst du rein, bist dann tot. Sofort, instant, ist. Hä, ist doch Rotze. Ja, guck mal hier, jetzt hab ich. Nevermind. Das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, Mario Maker bietet mittlerweile solche guten Sachen. Ich habe auch schon Sachen gesehen, zum Beispiel, dass sich durch Secrets einfach mal die komplette Map geändert hat. Und wenn ihr mir solche Sachen schickt, sag ich auch nichts. Das spiel ich dann sehr, sehr gerne. Aber wenn ihr dann so eine Rotze einsendet, wie gesagt, dann sag ich euch danke, nein, danke. Ach, komm. Ja, komm. Wie euch bringen wir das? Oder auch nicht. Dann sag ich euch so danke, aber nein, danke ist nett gemeint. Aber sowas habe ich keine Lust. Um mal jetzt was Genaueres zu sagen, wegen wegen Nintendo News. Es geht halt wieder das Gerücht momentan rum von zwei verschiedenen Quellen, dass die NX in den nächsten 2 Wochen angekündigt werden soll. Ob man das jetzt glauben kann, soll, darf, will. Ich glaube ja eher, es wird wieder so ein Prank wie mit Nintendo damals, ne? Wo sie halt wirklich alle verarscht haben. Von wegen so, ey, da kommt jetzt, ne? Habt ihr schon gehört? Und, ah, schon wieder dieser Death Pit. Komm, jetzt die Schnauze voll. Kommst du so nicht rüber. Also Kacke, wo sie halt komplett alle geprankt haben und ich mir gedacht habe, ist das euer Ernst? Ist das euer
verdammter Ernst? Ja, geil. Eine führt in den Tod. Das ist... Okay. Hi. Wow. Okay. Wo sie halt wirklich alle geprankt haben und ich mir gedacht habe... Leute, ihr macht euch damit keine Freunde. So, die war die richtige. Okay. Ihr macht damit den Hate nur noch krasser auf Nintendo. Wenn ihr das jetzt so durchzieht und ihr... Klar, die haben Klicks generiert. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie... Das war einfach nur so Clickbait hoch 20. Und... Es war zwar eine nette Parodie, aber... Ja, und wie gesagt, also... Ich mache ja gerne Content für euch. Und brauchte dort halt auch die Pause und ein bisschen was zurückzukommen. Klar, der Setzan, der wird auch für euch dann mehr oder weniger streamen. Öfters mal als ich, glaube ich. Weil ich halt mich erstmal auf das YouTube fokussieren werde. Außer halt, wenn ich sage jetzt, hey, ihr seid komplett aus der Schule rausgekommen, dann werde ich mal sagen, machen wir einfach mal so ein paar schöne Sachen. Wie zum Beispiel einfach mal ein paar Runden Minecraft miteinander spielen, Overwatch, League of Legends. Können wir alles machen. Das ist gar kein Problem. Na? Und ich denke mal, das wird auch funktionieren. Und das wird auch gut werden. Oh Gott, das ist halt wirklich wieder so eine pure Amiibo-Level. Ja, einfach nur um die Amiibo mal hier reinzuführen. Und ja, wenn ihr Vorschläge habt, wie ich meinen Kanal verbessern kann, ja, dann... Was ihr gerne sehen würdet, schreibt es in die Kommentare. Sendet mir Level ein für Mario Maker und und. Aber kommt mir nicht mit so Sachen wie so ein Asi-Content, wie zum Beispiel ein 50 Liter Mayonnaise-Baden oder irgend so ein Schwachsinn. Denn das mache ich nicht. Das finde ich eine Verschwendung von Lebensmitteln. Und es ist außerdem total abartig, das Ganze wieder loszuwerden. Letzten Endes kann es auch sein, dass der Abfluss verstopft oder sonstiges. Ich verstehe auch nicht, wie einige größere YouTuber sowas machen. Ja, also das ist total... Leute, denkt ihr da überhaupt ein bisschen nach? In anderen Ländern hungern die Menschen. Jetzt komme ich mit, ja, jeder... kann was zu essen finden, man muss nicht hungern in heutiger Zeit. Dann frage ich euch echt nach dem Verstand. Weil, ganz ehrlich, das ist nicht normal. Ja? Wieso muss man Lebensmittel verschwenden? Also, da kriege ich einen Hass bei. Ja? Weil sowas hört mein Verständnis auf. Das kann, will und werde ich wohl auch nie verstehen. Ich weiß nicht, also... Kann, werde und will ich nicht verstehen. Punkt. Und wenn ihr da ein Problem mit habt, ja, dann ist das nicht mein Thema. Da könnt ihr jetzt auch Dislikes oder Likes da lassen für die Meinung. Es ist mir vollkommen egal. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Themen für den nächsten Mario Maker Part habt... Schreibt ihn in die Kommentare und wir werden dann drüber diskutieren. In dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Nero.